7 Stimmen haben am Ende für die Mehrheit gefehlt, weil 2 Ansichten aufeinandergeprallt sind, die nur schwer zu vereinbaren waren. Herzlich willkommen aus Straßburg. Ich begrüße Sie wieder bei meinem Bericht aus dem Europäischen Parlament. 7 Stimmen mehr und jene Seite hätte gewonnen, die, wie ich, dafür plädiert hat, dass giftige Autoabgase dringend abgesenkt gehören. Das hat zwar jetzt nicht unmittelbar etwas mit dem Abgasskandal von Volkswagen zu tun, ist aber eng damit verbunden. Wir im Europäischen Parlament wollten nämlich dafür sorgen, dass die Messbedingungen der gefährlichen CO2 und Stickoxide aus dem Auspuff den tatsächlichen Fahrbedingungen entsprechen. Real Driving Emissions heißt das in der Fachsprache. Aber die Autolobby hat sich dagegen gewehrt, vor allem, weil wir wollten, dass die Unterschiede zwischen den Messwerten im Fahrbetrieb und in der Werkstatt nicht so krass voneinander abweichen dürfen. Denn wenn Abgase immer noch das Doppelte von dem ausmachen dürfen, was eigentlich vorgeschrieben ist, dann war uns das einfach zu viel. Aber viele Abgeordnete aus Deutschland, aus Frankreich oder aus England kommen aus Gegenden, in denen die Autoindustrie einen großen Einfluss ausübt und auch für Beschäftigung sorgt. Und die wollten den Firmen nicht in den Rücken fallen, denn so lautet einfach immer das Killerargument der Industrie: Wir können das jetzt nicht so schnell einführen, ohne Arbeitsplätze zu gefährden. Jetzt haben wir also die Abstimmung verloren, eben mit diesen 7 Stimmen. Die Kommission wird sich freuen, die Autoindustrie auch, fürs Klima und die Gesundheit war das aber keine gute Entscheidung. Bis zum nächsten Mal, Ihr Eugen Freund.